Willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von mir. Diesmal wird das, glaube ich, so ein bisschen mehr ein Talk-Vlog, weil ich mir gedacht habe, ich mache einen Vlog zum Thema Schwangerschaft und wie es mir gerade geht und was so meine Anzeichen waren. Mittlerweile bin ich im zweiten Trimester. Ich habe mir gedacht, ich plaudere einfach ein bisschen mit euch zwischen allen anderen Dingen, die ich so mache, und zeige euch ein paar Dinge. Und ihr habt ja jetzt schon mein Make-up gesehen und meine Haarpflege und aktuelle Hautpflege. Und bezüglich der Haut probiere ich nämlich gerade ein paar Dinge aus. Das war nämlich eines der Anzeichen, die ich hatte, dass so ein bisschen die Haut trockener geworden ist von einer relativ öligen Mischhaut, die ich hatte. Und ich habe auch so ein bisschen unreine Haut bekommen, die habe ich immer wieder zwischendurch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt einfach eine neue Hautpflege aus. Und die tut mir auch ehrlich gesagt gut. Nicht jetzt bei der unreinen Haut, da glaube ich auch nicht, dass da jetzt großartig was hilft. Aber bei der öligen Haut, bei der trockenen Haut, sie ist ja trockener als vorher. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sie besser ist als die Pflege, die ich davor hatte. Die vor der Schwangerschaft wirklich gut war. Aber jetzt einfach habe ich das Gefühl, er nicht mehr perfekt zu mir passt. Und ja, jetzt probiere ich einfach ein bisschen was aus. Ich decke auch ein bisschen, also ich benutze ein bisschen mehr Concealer, ein bisschen mehr Foundation, weil einfach meine Haut aktuell sehr unrein ist. Und was bei mir auch in der Schwangerschaft jetzt wieder ist, genauso wie in der ersten Schwangerschaft, meine Haut ist so ein bisschen durchscheinender. Ich habe ja generell sehr helle Haut. Und man merkt es einfach, die Äderchen kommen so ein bisschen durch und man sieht einfach, ja, man sieht einfach jede Rötung. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich brauche gerade jetzt, wo es noch nicht einmal annähernd Frühling ist bei uns, also es regnet heute wieder komplett durch den ganzen Tag und kein Sonnenschein und ich bin einfach hell und noch nicht gebräunt, also im Sommer wird das wahrscheinlich wieder anders sein, aber jetzt habe ich einfach das Gefühl, ich brauche so ein bisschen Farbe und Gleichmäßigkeit im Gesicht und deswegen benutze ich ein bisschen mehr Make-up, aber nicht immer alles, was ihr jetzt gesehen habt. Die Haare sind genauso wie die Haut auch ein bisschen trockener geworden, dagegen habe ich gar nichts, die waren nämlich auch fettig. Und ja, sind jetzt sehr viel trockener insgesamt. Da habe ich aber nicht großartig was geändert. Ich versuche immer wieder und ich probiere immer wieder neue Shampoos aus. Jetzt gerade eins von Lavera. Das habe ich heute tatsächlich zum ersten Mal probiert. Das fand ich eigentlich sehr gut. Ich muss mir noch einen Conditioner dazu kaufen. Meine ist gerade ausgegangen. Und ja, sonst ist eigentlich zur Hautthema nichts zu sagen. Aber das sind eindeutig Anzeichen. Und ich glaube, die werden die ganze Schwangerschaft über anhalten. Also ein bisschen trockenere Haut und ein bisschen unreine Haut und trockenere Haare. Was auf jeden Fall im ersten Trimester begonnen hat, was sich auch wahrscheinlich noch die ganze Schwangerschaft hindurchziehen wird, ist Müdigkeit und Kurzatmigkeit. Und ich glaube, die hört man jetzt auch. Ich bin vollkommen kurzatmig, wenn ich zu lange spreche oder wenn ich irgendetwas tue. Und ich bin einfach müder als sonst. Also ich muss mich einfach regelmäßig hinsetzen. Im ersten Trimester hatte ich auch noch regelmäßig ein bisschen Kreislaufprobleme und so eine leichte Übelkeit, wenn ich nicht regelmäßig gegessen habe oder zu wenig getrunken habe oder auch in der Früh zu schnell aufgestanden bin, dann ist mir so leicht übel geworden. Das ist Gott sei Dank sofort weggegangen, sobald ich was gegessen habe. Aber ich habe mich wirklich ein bisschen zwingen müssen, regelmäßig zu essen. Manchmal jede Stunde, manchmal alle zwei Stunden. Aber Übelkeit ist jetzt komplett weg. Kreislauf ist noch da, wenn ich nicht regelmäßig esse. Aber ich schaffe es teilweise über zwei Stunden. Und was das Allerschönste ist, die Glückshormone sind schon im ersten Trimester eingeschossen. Und sie sind großartig. Ich fühle mich unglaublich gut. Jetzt im zweiten Trimester um einiges besser, außer dass ich müde bin. Das ist so das Einzige. Alles andere ist wirklich harmlos. Ist mir komplett egal, ob ich jetzt ein paar Hautunreinheiten habe oder nicht. Das ist ja wirklich komplett, wirklich, wirklich nebensächlich. Ich zeige euch dann noch ein bisschen was zum Thema Sport. Und ich habe auch schon ein bisschen Hosen aussortiert. Die mir gar nicht mehr passen oder die einfach so mir das Gefühl geben, dass alles eingeengt wird. Und auch ein paar Shirts, die einfach ein bisschen zu kurz werden, weil jetzt doch langsam der Bauch beginnt zu wachsen. Ich erzähle euch dann auch noch was zum Thema Ernährung, aber jetzt ist das schon relativ lang geworden. Ich gehe mal zu meinen Umstandssachen, wobei ich nicht allzu viele Umstandssachen habe, aber ich zeige euch da mal was davon. So, also hier ist da zum Beispiel mal eine Jeans. Ich habe 4 Umstandsjeans noch von der letzten Schwangerschaft und werde mir wahrscheinlich noch eine weiße kaufen, denn die haben mir damals definitiv gefehlt. Und
Die passt mir noch nicht hundertprozentig, beziehungsweise alle passen mir noch nicht wirklich. Sie sind einfach nur hier sehr angenehm, weil sie natürlich nicht drücken. Aber der Bauch ist einfach noch nicht groß genug, um diesen Stoffteil auszufüllen. Und der rutscht dann noch teilweise. Manchmal sind die einfach trotzdem angenehmer und dann habe ich ein großes Shirt drüber oder einfach ein längeres, weites Shirt drüber, damit man das nicht sieht, dass das so spannend oder noch so locker ist. Und da habe ich zum Beispiel eine Leggings, also die hier, wenn es euch interessiert, die ist von H&M. Das ist eine Leggings von Hello Baby, glaube ich, heißt es. Hello Baby. Und das ist zum Beispiel so ein Sportoutfit von mir, weil gerade beim Sport habe ich das Gefühl, es darf extra nichts einengen. Vor allem natürlich nicht hier so um den Unterbauch herum. Und das sind einfach solche Schwangerschaftsleggings oder ich habe auch Yoga-Pants, ganz normale, keine Umstandshosen. Die sind auch ganz, ganz angenehm. Und die benutze ich dann zum Beispiel zum Sport und das ist schon ein, wie man sieht, Umstands, ich mag übrigens dieses Wort überhaupt nicht, Umstandsmode, also ich habe lieber so Schwangerschaftsmode, ein Shirt für einen großen Babybauch, das ist von Mamalicious, finde ich sehr, sehr angenehm, das ist ein Sportshirt und da trage ich meistens zum Sport, da habe ich auch ein graues noch davon. Also solche finde ich auch sehr, sehr angenehm. Aber sonst habe ich noch keine Schwangerschaftsmode. Also ich habe auch noch meine normalen Hosen teilweise an, wie heute auch. Und auch einfach nur weitere Shirts oder Blusen. Und damit komme ich noch sehr gut aus. Und ja, mal sehen, was ich aber noch kaufen werde. Schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr begonnen habt, Schwangerschaftsmode zu tragen. Wann euer Bauch zu groß war für normale Mode. Und was ihr euch überhaupt gekauft habt. Weil ich kenne viele, die sich gar nichts kaufen. Also ich muss sagen, ohne Hosen würde ich nicht auskommen. Ich glaube, Shirts bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde so ein paar einfach angenehm, auch gerade für den Sport. Einfach ein paar wirklich weitere, da hatte ich einfach keine, deswegen habe ich mir da ein paar gekauft. Was ich übrigens auch aussortiert habe, sind Kleider, besonders welche, die ein bisschen enger um die Taille sind. Denn die Taille war bei mir, ihr hört, ich bin total kurzatmig, die Taille war bei mir in Woche 6 eigentlich nicht mehr existent. Man hat so noch keinen Bauch gesehen, aber es war einfach keine Taille mehr da. Also die Kleider haben mir nicht mehr gepasst. Oder auch Shirts, die einfach wirklich viel zu eng waren. Die habe ich dann auch direkt aussortiert. Hosen so im dritten Monat dann langsam. Und da habe ich eben noch ein paar und die werden auch noch ein bisschen halten, glaube ich. Und dann einfach noch ein paar Shirts, die einfach zu kurz geworden sind. Aber ich habe zum Beispiel Sommerkleider, wo definitiv ein Bauch so im zweiten Trimester noch reinpasst. Mal sehen, wie groß der jetzt wird in der zweiten Schwangerschaft. Da geht das ja alles ein bisschen schneller normalerweise. Und sonst muss ich einfach noch ein bisschen nachkaufen. Aber da warte ich jetzt mal, dass es ein bisschen wärmer wird und ich dann so ein bisschen auf Kleider umsteigen kann. Ich glaube, das ist dann recht angenehm im Sommer. Das ist übrigens mein Sportequipment. Eine dickere Matte, zwei Gewichte, die ich normalerweise an die Knöchelgelenke, an die Füße gebe, um einfach so ein bisschen intensiver, ja, wenn ich Beintraining mache, um das einfach zu intensivieren. Und das gleiche auch mit diesem elastischen Band. Das gebe ich mir auch normalerweise über die Oberschenkel bei gewissen Übungen oder auch ja, generell für die Beinübungen benutze ich das sehr, sehr gerne. Dann diesen Yoga-Block, den habe ich euch gezeigt. Da muss ich tatsächlich noch ein paar Übungen finden. Aber alleine die eine Übung für den Rücken tut mir so unglaublich gut. Und dann eben diese dickere Matte, weil ich mich einmal am Knie verletzt habe. Ist schon eine längere Zeit her, aber seitdem tut es mir einfach gut, wenn ich auf einer dickeren Matte bin und nicht auf einer zu dünnen Matte. Und dann gebe ich auch noch auf den Home Trainer. Das ist noch so mein letztes Gerät. Und sonst benutze ich eigentlich nur diese Dinge, um zu Hause zu trainieren. Das Licht ist jetzt, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Das kommt jetzt von oben, aber hinter mir ist eben der Home Trainer. Und ich versuche, so in etwa 2 bis 3 Mal die Woche bis zu 60 Minuten Sport zu machen. Kommt eben auf meinen Kreislauf an und ja, insgesamt, wie ich mich fühle. Und ich mache normalerweise so circa 30 Minuten gehe ich auf den Home Trainer und dann versuche ich noch 30 Minuten so Gewichtstraining zu machen oder so ein bisschen ja, Krafttraining in die Art oder auch nur stretchen, wenn ich einfach keine Energie habe oder das Gefühl habe, ich brauche dringend eine längere Stretch-Einheit. Falls es euch interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich da eine Playlist anfertigen mit so ein paar Schwangerschaftsvideos, die ich auch auf YouTube habe, die ich sehr, sehr gut finde. Schreibt mir das eben gerne in die Kommentare, falls ihr euch so eine Playlist wünscht, dann kann ich da gerne eine dazu machen. Ich habe mir jetzt noch einen Kaffee gemacht, das ist jetzt mein zweiter für heute. Ich trinke normalerweise
2 Cafés, manchmal 3, aber das ist so die absolute Ausnahme. Normalerweise einen in der Früh und dann einen so in der Mittagspause und ja, damit war es das dann. Vielleicht noch einen koffeinfreien Kaffee am Nachmittag, aber sonst normalerweise 2 Cafés und unbedingt Wasser. Ich trinke in etwa 3 Liter. Ja, 3 Liter sind glaube ich so ein Durchschnittswert und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich so richtig merke, dass meine Energie am Boden ist, wenn ich nicht regelmäßig trinke und wenn ich nicht auf diese 3 Liter komme. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zum Thema Ernährung. Es hat euch ja interessiert, auch wenn ich jetzt in der Schwangerschaft bin, aber eigentlich hat sich nicht allzu viel geändert, außer dass ich jetzt vielleicht regelmäßiger und jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr vielleicht esse als früher. Ich habe übrigens alles mit meiner Frauenärztin abgesprochen. Das war mir ganz, ganz wichtig, einfach um so generell Ernährung nochmal kurz zu besprechen. Ich nehme ein Präparat für die Schwangerschaft, so ein Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für die Schwangerschaft ist. Und ich esse in etwa Hälfte vegetarisch, Hälfte vegan und ca. 2 bis 4 Mal im Monat auch Fisch, würde ich jetzt sagen, oder so hin und wieder. Ich kann das jetzt nicht zu 100% sagen. Es gibt sicher auch Tage, wo ich, oder Wochen, wo ich 6 Mal in der Woche irgendwelche vegetarischen Gerichte esse, also irgendwas, wo normalerweise Milchprodukte drinnen sind oder dass ich auch 2 Mal hintereinander Fisch esse oder so. Aber was ich nicht esse, ist Fleisch. Ich esse einfach möglichst frisch, ausgewogen, versuche viel Gemüse, viel Obst zu essen, viele Vollwert, also so Vollkornprodukte und auch Linsen, Quinoa, alles Mögliche. Und das tut mir einfach unglaublich gut und ich sage jetzt ehrlich gesagt fast weniger, dass ich jetzt unbedingt vegan essen muss, sondern es schmeckt mir unglaublich gut und ich merke, wie gut mir das tut, wenn ich nicht so viele tierische Produkte esse. Da habe ich früher viel, viel, viel mehr davon gegessen, also noch vor einem Jahr. Und mittlerweile habe ich mich das sehr reduziert. Es tut mir unglaublich gut. Alle Werte sind gut, meinem Baby geht's gut, mir geht's gut. Ich esse viele Nüsse, Trockenobst auch zwischendurch und ja, hin und wieder mal Saft mit Wasser, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich manchmal so einen dringenden Zuckerschub brauche, wenn mir die Energie fehlt. Und da ist so ein Saft mit Wasser eigentlich ganz gut. Und ich esse natürlich auch mal Süßes oder mal ungesund Fettiges, wie Chips oder ja, sonst irgendetwas esse ich auch zwischendurch. Also ich bin da jetzt nicht, ich versuche jetzt nicht nur gesund zu essen, oder ich zwinge mich nicht nur gesund zu essen. Also ich esse eigentlich, worauf ich Lust habe und zurzeit habe ich Lust, relativ viel vegan zu essen und hin und wieder mal Milchprodukte oder tierische Produkte und darunter auch Fisch und auf Fleisch verzichte ich und ja, das ist eigentlich meine Ernährungsweise im Moment. Was ich auf jeden Fall sonst noch gemacht habe oder gestartet habe, seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, ich habe ein Schwangerschaftstagebuch wieder begonnen und ich mache regelmäßig Fotos und Videos von meinem Bauch, um dann noch wirklich alles festzuhalten. Und ich habe meine Schwangerschaftsbücher rausgeholt und meine Apps wieder installiert, damit ich so einen Überblick habe, weil man doch vieles vergisst oder ich vergesse. Ich habe viel vergessen auf jeden Fall seit der ersten Schwangerschaft und finde das einfach ganz, ganz besonders. Und natürlich ist die zweite Schwangerschaft für mich zumindest ein bisschen anders, weil ich einfach vieles schon kenne, aber gleichzeitig ist sie so unglaublich aufregend, weil ich eben schon viele Dinge kenne und ich mich jedes Mal auf die Arzttermine freue und die Ultraschalls und die Momente, wenn man das Baby mal spürt und alles, was man so einträgt und dann nochmal einen Überblick hat im Schwangerschaftstagebuch oder wenn man sich die Fotos dann nochmal ansieht. Und ich weiß einfach, wie ich mich damals gefühlt habe bei der ersten Schwangerschaft und ich freue mich einfach auf jeden Moment und ja, es geht mir einfach gut und darüber bin ich unglaublich dankbar. Schreibt mir mal, wer von euch eigentlich alles schwanger ist, in welchem Monat seid ihr, wisst ihr schon, was es wird, wie geht es euch, was sind eure Gedanken, was macht ihr regelmäßig, was hat sich geändert seit der Schwangerschaft, habt ihr vielleicht schon die zweite, dritte oder schon die vielfache Schwangerschaft nun und was sind so die Unterschiede zwischen den Schwangerschaften? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, ich freue mich riesig darauf, mehr von euch zu erfahren und jetzt esse ich meine Banane, trinke mein Wasser, trinke meinen Kaffee, genieße noch ein bisschen die Mittagspause. Am Nachmittag haben wir noch ein Playdate. Ich hoffe, dieses Talk-Video, dieser Talk-Vlog war okay für euch. Ich mache ja normalerweise nicht so die Talk-Videos, aber, also nicht in den Vlogs zumindest, da versuche ich mir Bilder einzufügen, aber irgendwie hatte ich heute Lust darauf und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Da könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne ein Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Falls ich zu schnell gesprochen habe, entschuldige ich mich hiermit etwas zu spät nach einigen Minuten. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe!